O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Das Lied, das kennen wir wahrscheinlich fast alle. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal lauthals mitgesungen oder wir haben es vielleicht mal als einen Ohrwurm im Kopf gehabt, wenn wir vom Einkauf zurückkamen. Aber wie geht es dir in der Weihnachtszeit? Ist sie fröhlich? Ist sie selig? Bringt sie Gnade? Spätestens, wenn wir die Nachrichten einschalten, dann wissen wir, es ist gar nicht so fröhlich, gar nicht so selig. Und von Gnade ist auf unserer Welt auch nicht so viel zu sehen. Aber müssen wir überhaupt immer erst in die große, weite Welt schauen? Ich will es heute mal ganz persönlich halten. Wie viel Freude, wie viel Seligkeit, wie viel Gnade empfindest du gerade in deinem Leben? Die Weihnachtszeit selbst ist ja für viele von uns gar nicht so besinnlich, wie wir immer sagen. Da ist es eher hektisch und unruhig. Neben all dem Weihnachtsstress, Geschenke kaufen, Essen vorbereiten, Karten schreiben, Oma besuchen, Weihnachtsfeiern mit viermal Wichteln, gibt es ja auch noch unseren ganz normalen Alltag zu bewältigen. Und zu dem ganz normalen Alltagsstress will jetzt auch noch jeder alles ein bisschen schneller. Klappt das noch vor Weihnachten? Wie oft haben wir diese Frage in diesen Tagen schon gehört? Und wenn es dann endlich soweit ist, wir alles geschafft haben und Weihnachten gekommen ist, dann wird alles runtergefahren. Einmal tief durchatmen. Spätestens jetzt also Freude, Seligkeit und Gnadenzeit? In den allermeisten Fällen klappt es dann irgendwie auch nicht so recht. So Freude auf Knopfdruck. Viele Familien sind es doch gar nicht mehr gewohnt, überhaupt Zeit miteinander zu verbringen. Da werden für manchen 3 Tage schon echt zur Tortur. Das Spielzeug war nicht das Richtige, der Pulli ist viel zu eng und die Ohrringe wollen der Gemahlin irgendwie nicht so richtig gefallen. Opa will eigentlich nur die Weihnachtsshow im ZDF schauen, Mama will trotz Regen allen Ernstes spazieren gehen, Papa ist von dem neuen Buch gar nicht mehr loszureißen, die Tochter will am liebsten gleich sämtliche Gutscheine einlösen und der Sohnemann hängt schon wieder am Computer. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ist das am Ende also alles nur gelogen? Naja, wenn wir mal zurückschauen auf das originale Weihnachten, dann war ja auch nicht alles so fröhlich und selig. Und von der Gnade, die ihnen da widerfahren ist, haben Josef und Maria in dem Moment wohl auch nur herzlich wenig mitbekommen. Vielleicht geht es ja am Ende auch gar nicht um ein fröhliches, seliges Gefühl für den Moment. Vielleicht gar nicht um Freude, Seligkeit und Gnade hier in dieser Welt. Aber wo finden wir die Dinge dann? Weihnachten, so sagen wir, ist Geburtstagsparty für Jesus. Was hat sich verändert, seit er vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde? Gibt es etwa weniger Kriege oder weniger Hungersnöte oder weniger Dunkelheit in dieser Welt? Ich glaube, wir brauchen nur einen einzigen Tag, die Nachrichten einzuschalten und wir wissen, nein, es ist nicht weniger geworden. Es wird scheinbar nur immer schlimmer. Als Christen glauben wir, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Wovon will er uns denn erlösen? Von all den Trauerspielen, die wir auf dieser Welt täglich erleben? Manchmal dürfen wir das, aber ganz oft auch nicht. Bei der Erlösung, da geht es um etwas anderes als die Veränderung unserer Umstände. Das mussten übrigens auch die Jünger schon damals erleben, dass Jesus sie nicht von den römischen Besatzern befreit hat und diese vertrieben hat. Im Gegenteil, für seine Anhänger kam noch die Verfolgung dazu. An den Umständen hat sich erstmal also gar nichts geändert. Jesus ist für etwas anderes gekommen. Er kommt zur Veränderung der Herzen.
Es geht um die Dunkelheit, die Traurigkeit und die Härte im eigenen Herzen und in der eigenen Seele. Durch die Erlösung, die Jesus uns gebracht hat, können wir als Menschen Frieden finden. Frieden mit Gott, aber auch Frieden mit uns selbst. Die Freude, die Seligkeit und die Gnade im eigenen Herzen zu erfahren, das wünsche ich jedem Menschen so sehr. Das wünsche ich auch dir und deiner Familie. Ich denke mal, dass jetzt in der Weihnachtszeit wohl jeder von uns eine Kerze zu Hause stehen hat. Ich habe natürlich hier schon eine vorbereitet. Ich lade dich ein, dir doch mal eben eine Kerze zu holen und diese anzuzünden. Ich will einfach mal diese Kerze hier auch anzünden. Und wenn du die Kerze anzündest, dann sprich doch einfach ein Gebet. Laut oder leise in deinem Herzen. Sag doch so etwas wie: Herr Jesus, es ist dunkel in meinem Leben. Ich spüre keine Freude, keine Seligkeit und auch keine Gnade in meinem Leben. Komm bitte mit deinem Licht und verändere mich. Auch wenn sich meine Umstände nicht ändern, will ich deine Freude, deine Seligkeit und deine Gnade in meinem Herzen erleben. Amen.